Hallo zusammen. Heute, da basteln wir uns ein Tier. Natürlich kein echtes. Dazu nehmen wir zwei bemalte Hölzer für die Augen, Schläuche aus einer Bewässerungsanlage für die Barthaare und ein Regenrohr als Schwänzchen. Fehlen noch 2200 Tagetes. Um zu erkennen, was das ergibt, dazu brauchen wir den Bernd. Der kommt mit einem Steiger. Also so ein Wagen, wo wir mit der Kamera ganz weit mit nach oben fahren dürfen. Der Bernd ist mit dabei, damit unser Kameramann Wolfgang nicht runterplumpst, während er das hier filmt. Es ist die Maus. Damit ehrt die Stadt Hanau die Sendung mit der Maus. 12 Männer und Frauen der Brüder Grimmstadt haben das fertiggestellt. Eine davon ist die Edith. Wir haben erst die Umrisse mit Sprühfarbe aufgezeichnet. Dann haben wir die Umrisse des Grün gestellt, damit wir wissen, na, ist einigermaßen gleichmäßig und, was ja auf der Böschung nicht immer ganz einfach gewesen ist. Das heißt, Leute gucken von drüben, von oben und überhaupt. Und ja, bis es dann so gestanden ist, wie es jetzt eben steht. Es dauert nicht lange, da kommen schon die ersten Neugierigen, wie Mama Eva und ihre Jungs Luis und Jona. Zur 50 Jahre alten Maus kann jeder was sagen. Wir fahren hier täglich vorbei. Also wir können uns morgens und mittags dran erfreuen. Ich habe das früher oft geschaut als kleines Kind. Und es hat mir immer sehr viel Spaß schon gemacht. Ich fand das auch klasse. Es ist ein Stück Geschichte, auch Kultur, finde ich. Auch der Volker ändert extra die Gassi-Runde, um Leo die Blumenmaus zu zeigen. Die Sendung mit der Maus hat verschiedene Themen. Ja, und natürlich die Maus und der Elefant. Und dass es eine Wissenssendung ist. Ich verbinde damit also Fernsehspaß für die Kinder, aber Wissensvermittlung, die auf einfache Art, ich gucke sogar gerne als Erwachsener manchmal, weil auf einfache Art Prozesse oder irgendwelche Dinge erklärt werden, die man dann fürs Leben behalten kann. Übrigens, die hier mit dem Hut hat die Maus 1969 erfunden. Die Zeichnerin, Grafikerin und Autorin Isolde Schmidt-Menzel, die in Bad Homburg wohnt. Mein Wesen, mein Charakter habe ich der Maus dann gegeben. Und sehr abenteuerlich und fröhlich und mit guten Ideen. Und die Idee der Blumenmaus kommt bei den Menschen in Hanau und Umgebung super an. Die ist einfach genial, super. Hubkonzert, Daumen hoch, Facebook auch schon präsent, einfach klasse. Anrufe haben wir bekommen, Mails habe ich gekriegt, ganz toll. Und da es warm ist, hat die Maus, wie wir Menschen, klar Durst. Aber keine Sorge, Abkühlung kommt. Viele von uns haben eine Gießkanne, aber die Martina, die hat einen ganzen Gießkannenwagen. So bleibt die Maus lange frisch. Wer die Blumenmaus selber sehen will, ab zum Ortseingang in Hanau-Großauheim. Glückwunsch zum 50. Liebe Maus!